Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir ärgern den Zwerg hier in der Deluxe-Edition. Ne, was machst du, Hallo. Zwerg? Was machst du? Oh, ich stehe da oben ein bisschen rum, während du beschleunigst. Beschleunige nicht. Kann gar nicht Klar, sein. die Geschwindigkeit wird ja auch nicht ständig mehr. Nein, nein, ich bremse runter. Ich bin jetzt gleich bei 80. Ja, du hast gerade eben warst du gleich bei 70, ja? Nein, bei 170. Sterben kann ich zum Glück nicht. Sicher, dass du dich irgendwann da durchbuggen kannst? Sieht schon sehr verdächtig danach aus bei mir. Also ich stehe hier, von meiner Perspektive aus stehe ich hier eigentlich ziemlich safe. Das Schöne ist, in der Außenansicht kann ich wenigstens sehen, was hier um mich rum passiert. Und ich sehe auch, dass du immer noch Vollgas gibst. Nein. Doch, jetzt nicht Nein. mehr. Jetzt schon. Jetzt nicht Nein. mehr. Ja, ich muss ja wenigstens die 100 Meter pro Sekunde mal. Ich warte, dass hier eigentlich noch ein Asteroid kommt, an dem wir zerschellen, aber irgendwie passiert hier nichts. Hier werden irgendwie keine neuen generiert, Oh, kann das jetzt bin ich sein? raus. Oh ja. Siehst du die Boje noch? Ah, die ist unendlich eingestellt, Ich ne? glaube, die ist unendlich weit eingestellt. Guck mal, ob du mich noch einholen kannst. Ja. Ohne Ach, du Probleme. hast auch unendlich Speed, ne? Ja. In deinem. Ah, ja, dann geht's Deswegen natürlich. Elebitch. Jetzt gleich auf 100. Ich Nicht auf weiß. 100. Aber wenn jetzt ein Asteroid kommt, ne? Dann ist es vorbei. Wobei wir könnten auch an das Raumschiff noch mal irgendwie andere Triebwerke ranbauen. Ja, diese So. Hyperraumtriebwerke, bau die mal dran. Ich kann nicht. Du bist ja Ja, so mach. schnell. Ach so. Ja, komm, dann bremse ich eben. So richtig geile Triebwerke, dann setze ich mich auch vorne rein und dann. So, da Dann können auch Flie. Gyros und dann geben wir mal ein bisschen Gas mit der Station, ey. Aber dann würde ich in die andere Richtung fliegen, dann, weißt du? Ja, ist okay. So, wir haben ja oben Waffen drauf, das ist auch mal gar nicht schlecht. Dann Also können wir. 40 Meter bin ich noch schnell. Ja, ich sehe es, ich bin am Anlanden. 30, 25. Okay, ich stehe hier oben drauf. Das ist Jetzt. sehr bedenklich, dass ich mit zwei Triebwerken in Wow, eine Richtung viel, viel schneller bremse, als mit zwei Triebwerken Gas gebe. okay, ich versuche jetzt mal in der Zwischenzeit diese Triebwerke zu finden, die wir beim letzten Mal so cool fanden. Ja, die heißen. Irgendwas mit Hyper. Hyper, Hyper. Hyper, hyper, how Aber much ich is kann the das jetzt nicht fish? machen, weil ich gerade im Schiff bin. Warte Ich mal, meine ich. Hyper Extreme oder so ein Zeug. Ja, ich weiß, wenn ich sie sehe, weiß ich es schon. Erstmal zu finden in unserer riesen Mod-Datenbank ist schon ordentlich. So, das ist dieses Minotaurus-Ding. Hast du eigentlich irgendwie, da hatten sich mehrere für interessiert, hast du eigentlich irgendwo eine Übersicht von den Mods, die du reingespeist hast? Nein, nein. Du hast wahrscheinlich einfach Nee. im Workshop durchgeklickt und. Genau. Ja. Ich habe das jetzt Ja, nicht aber ihr sonderlich findet meistens, sortiert. wenn ihr jetzt wisst, wir haben hier das Hypertriebwerk oder so und ihr wollt das Hypertriebwerk haben, dann gebt einfach in den Workshop Hypertriebwerk Ja, ein. Ihr werdet es finden. das ist Also es ist wirklich, wir. in Zeiten des Workshops ist es echt nicht mehr schwer, Mods zu finden. Ja, das geht super easy. Deswegen. Ich hab gerade Quatsch mit der Kamera. Pulskanone. Wo sind denn die Dinger? Sieht schon ein bisschen aus wie ein Schiff, muss ich sagen, unser Ja, Ding. also. Wenn ihr hinten so ein bisschen vorne die Kanzel. Ah, da ist es Mod. Dieser Thruster-Mod. Modular Thrust. Nee, nee, nicht der, nicht der. Ich hatte die HyperX irgendwas. Ja. Ach Das so. war ein einziger. Hyper? Wieso? Warte, ich guck mal nach. Hyper Thruster? Nicht die Hyper Thruster, noch anders. Thruster. Und Ach, dann dieser gibt es Industrial, die. Large Industrial Thruster Central. Nee, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Auch der nicht. Warte. Boah. Also ich hätte jetzt die modularen Dinger gebaut. Ja, baue ich erstmal dran. Ich such die gerade mal. Bekämmer. Okay. Bist du am Stehen? Ja, ne? Ja, ich klebe mich gerade ein bisschen Okay, durch. dann baue ich nämlich jetzt erstmal die in die andere Richtung nach hinten weg. Also kleines Schiff, schade. Es gibt die Pulskannen. Okay, so. Also, wir brauchen jetzt erstmal das Ding. Also die Hyperthruster habe ich auch gebaut. Titan Engine. Titan Engine, hast du gemeint? Ja. Hundertprozentig. Warte kurz. Die hätte ich gerne. Die hättest du gerne. Ja, kriegen wir mit Sicherheit hin. Ich baue jetzt noch in der Zwischenzeit schnell die anderen, die ich gemeint habe, unten ran und oben ran. Baust du Gyros noch mit dran? Vorsicht. Ich sitze in der Kanzel und lehne mich zurück. Ich bin heute mal faul. Ich bin heute mal der Faule. Der Faule? Machst du heute den Chiller? Den Chiller. Geil.
So, dann machen wir das an die andere Seite von dem Gate. Ja. So. Den nicht komplett zubauen, die Dinge? Bitte? Willst du die nicht komplett groß machen, die Teile? Also das ganze, die ganze Seite quasi? Könnte man auch machen, wäre auch kein Problem. Will ich aber oben eigentlich noch machen. Okay. Also ich habe jetzt mal so, du kannst ja auch eine Ecke bauen. Warte, ich komme doch mal ganz kurz raus. Ich kümmere mich mal drum, dass hier ordentlich Hyper dran ist. Ja, reichlich Titan dran ist, meine ich. Dann machen wir das so. Ding mit 5 noch. Dann. So, welche Richtung hätte ich die denn gerne? In die wollten wir fliegen, ne? Beziehungsweise wir machen es mal wirklich als Schiff. Ich mach die mal an die Seite dran. Okay. 1. Also so, Gas geben kannst du jetzt auch. Auf jeden Fall schon mal, glaube ich, ganz gut mit den Dingern. Ja, ich glaube auch mit den Titan-Dingern kann ich ganz gut Gas geben. Ja. Jetzt wollte ich noch hier ordentlich Strom haben. 100-fachen Arc-Reaktor. Zack. Hat schon irgendwie was, ne, mit diesen riesen Titan-Teilen dann. Wahnsinn, Wahnsinn, also wirklich. Jetzt brauche ich noch die Hyper-Dinger. Wir brauchen nur was zum Bremsen. Hyper-Dinger brauche ich jetzt noch. Genau, die Hyper-Dinger kommen jetzt vorne zum Bremsen dran. Die sind nämlich ziemlich stark auch. So, da kommt ein Hypertriebwerk hin. Da kommt gleich ein Hypertriebwerk hin. Da kann auch ich zwei Hypertriebwerke zum Bremsen. Sicher ist sicher. Nein! Oh, verdammt. So. Gyros brauchen wir jetzt noch, ne? Ja. Stell mich so mal die ganze Plattform hier voll. So, hinten der Antrieb läuft. Der ist da. Schon entspannt Gyros zu bauen, wenn man nicht die Materialien dafür braucht. Ja. Ich baue noch vorne an die Kanzel was zum Bremsen auch noch mit dran. Zur Bremskraft habe ich 4 Hypertriebwerke, das sollte eigentlich gehen. Zur Seite brauchen wir wahrscheinlich noch. Okay, dann mache ich was zur Seite noch mit rein, okay. So, sollte jetzt auch reichen an Gyros. Ich habe mal ein paar platziert. Okay. So, pass auf, machen wir hier die Seite noch voll. So. Zack. Ich finde diese modularen Triebwerke total geil. Warum haben wir hier keinen Strom? Was ist hier los? Kein Oxygen. Wo? Unten. Vielleicht haben wir hier keins schon. Immer. Versucht die Lücke zu finden. Ah, Lücke gefunden. Ah, das Titan-Triebwerk ist es wahrscheinlich, was uns hier den Spaß versaut. Hier genauso. Hier ist es nicht so, aber das sind ja weiter weg. So, okay. Machen wir da noch eins hin. Jetzt haben wir auch Seitentriebwerke. Und nach unten brauchen wir, glaube ich, noch eins, oder? Und nach oben. Meine ich. Immer noch ganz. Ja, hier unten ist auch was kaputt, sehe ich gerade. Jetzt Oxygen. Immer noch keins. Hier ist auch was kaputt. Was ist denn hier alles kaputt gegangen? Ja, wir haben da voll drauf geholzt. Nee, aber das war ja vorhin noch ganz. Jetzt ist Oxygen high. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich glaube, wir brauchen auch noch neue Reaktoren, wenn Oxygen ich die Anzahl der Triebwerke sehe. Warum ist hier kein Oxygen? Weißt du, was ich meine? Bitte? Ich glaube, wir brauchen auch noch anständige Reaktoren, wenn ich die Anzahl der Triebwerke sehe. Ich habe einen 100-fachen Arc-Reaktor drauf, der reicht. Okay, der reicht. Sehr geil. Kann ich denn das jetzt nicht? Ja, jetzt. Wenn du so Triebwerke noch nach Richtung unten ausgerichtet bauen könntest. Doch, gerade dafür, dass wir überall Sauerstoff haben. Moment. Ah, okay. Sauerstoff muss gegeben sein hier. Also Sauerstoff ist ja, jetzt haben wir so lange drauf gewartet, jetzt brauchen wir auch Oxygen überall low. Sauerstoff. Oxygen low. Warum ist hier noch Oxygen low? Verlieren Was wir. Ist hier kaputt? Verlieren wir irgendwo Sauerstoff? Fragen über Fragen, liebe Freunde. Ah, weil der gerade erst aufbaut. Okay, nee, das dauert einfach nur hier ein bisschen, weil der Raum so groß ist. Okay. So, und noch einen da lang. Dann haben wir da auch nämlich nochmal ein richtig schönes Megatriebwerk. Können wir mal ein bisschen helfen und unten die Tür aufmachen. Soll das relativ schnell auf High gehen. So, Triebwerke in die Richtung sind auch da. Im Endeffekt ist das eine Schiff jetzt komplett Triebwerk.
Und da machen wir jetzt auch noch eins ran. Wow. So, jetzt haben wir überall wieder High. Beziehungsweise ich kann ja, ne, ich mach's so. So, und hier mache ich nur eine kleine Reihe, einfach so Einzelreihen hin. So, dann setz dich mal hin. Warte, 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 noch nicht. Ich baue hier noch Triebwerke auf. Ja. Bielefeld. Warte. Oh. Was? Ja. Ich glaube, wir werden gleich richtig Speed haben. Wieso? Warte mal, ich komme jetzt mal rein. Obwohl, nee, ich brauche gar... Well, ja, ja, stopp. Ich brauche gar nicht rein. Ich kann hier, hier hinsetzen. Sitzt du? Jetzt sitze ich, ja. Wow. Moment. Du hast nur einen dran? Warum ist Vollgas in die Richtung? Ach, weil ich so dran sitze. Sekunde, ich muss eben den Stuhl umschrauben. Warum hast du nur einen? Warte mal, ich muss den Stuhl eigentlich auch mal umschrauben. Moment. Ich muss auch noch mal einen neuen bauen. Und zwar... Ja, jetzt ist es richtig. Stopp. Ich will vorne dran. Rechts? Hast du den rechts wieder abgerissen? Ich hab keinen abgerissen, ne. Rechts ist alles weg. Warte mal ganz kurz. Ja, ich war das aber nicht. Warum hast du das abgerissen? Ich hab das nicht abgerissen. Warum? Gönn dir. So. Und jetzt, wo der Gönner nämlich so baut, kann ich mich da hinsetzen. Ah, herrlich. So. Titan. Und Hyper brauche ich. Warte mal, ich baue hier oben nochmal schnell, Böller. Wie komme ich denn jetzt? Warum komme ich denn da nicht mehr raus? Ah, ich komme nicht mehr weg hier. Jetzt. Ich baue nämlich hier nochmal einen Passagiersitz rein. Passagier, genau. Weil ich glaube, du kommandierst nämlich das Schiff. Und wenn ich jetzt auch noch in einem, Stuhl irgendwo sitz, ist schon wieder ein Loch drin. Du hast irgendwo ein Loch wieder reingerissen. Was? Irgendwo hast du wieder ein Loch reingerissen. Wir haben wieder kein Oxygen, ja. Oh, Alter. Diese Triebwerke, ne? Welche? Die müssen woanders hin. Die reißen überall Löcher rein. Diese Hyper-Dinger. Die haben so einen unfassbaren Abgasstrahl. Wow, ja, okay, ich sehe gerade. Einmal kurz beschleunigst, das ist ja extrem. Jetzt hör mal auf zu fliegen. Entschuldigung, ich wollte nur mal kurz die Triebwerke testen, weil die hören sich nämlich total geil an. Ja, die hören sich mega geil an. Ich setze mich jetzt einfach hier hin und bin still. Sehr gut. Meine stille Ecke. Papa jemand ist anderes wieder benutzt da bereits dieses Schiff. Okay. Okay, bist du bereit? Ich bin immer bereit. Allzeit, sozusagen. Der Gönner, unser alter Symmetrie-Junkie, ja. Nix symmetrisch gebaut heute. Bitte? Ah ja. Hast du recht. Alter, so, ich sitze sitz in dem Stuhl, mich haut's garantiert gleich weg. 400! Bei mir hängt das die ganze Zeit nach. Aber ich sehe keine Asteroiden, ne? Die spawnen einfach nicht. Unter uns sind welche? Unter uns sind welche? Soll ich da mal hinfliegen? Flieg da mal hin. Kannst du schnell drehen? Ja, ist okay. Hm, ich sehe schon. Bei mir backt das Licht sogar nach. Oh, da unten ist eine Boje. Lass uns unsere Boje. Warte mal, ich bremse mal alles ab. Alter, hier backt gerade alles rum. Ja, kommt nichts mehr hinterher bei der Geschwindigkeit. Boah, guck mal, was die Hyper-Dinger für einen Abgasstrahl haben. Ja, ja, ich sehe es gerade. Wahnsinn, mach nochmal. Alter Vater. Versuchen wir zu unserer Boje zu kommen, weil da sind Asteroiden. Also es schaut schon extrem geil aus, wenn du dieses Riesentriebwerk hier oben, das oben drauf ist, zündest. Die schauen schon irgendwie cool aus, diese kleinen modularen Triebwerke, die man so einen riesen Block zusammenbauen kann. So, ich muss mal ganz kurz hier richtig lenken. So ein modulares Triebwerk an unsere ganzen Jäger und Schiffe im Survival-Modus dran zu bauen, wäre halt total geil. Boah, wir rasen da jetzt mal dran vorbei. Weil die modularen Triebwerke kannst du halt super schön ins Design einbauen, ne? Wo willst du nur gerade hin? Zu unserem Schiff hier. Achso. Bam. Laser, okay. Laser. Laser, ist ja voll Laser. So, aber ich sehe kein Schiff in der Nähe, das ist kein feindliches, ne? Nee, ich sehe auch keins. Also die spawnen ja auch ab und zu nur. Ja, hast du gerade gebremst? Schade, weil da könnten wir jetzt... Ja, wir stehen auf Null. Ah, ich sitze hier oben in meinem Cockpit-Stuhl.
Und da könnten wir dann quasi chillig mal hindüsen und da mal mit anlegen, aber ärgerlich. Boah, ist schon eine Kurbelarbeit, ey. Wie sie? Ich sitze hier vorne in dem Passagierstuhl und denke mir nur, oh. Ach, da sitzt du, jetzt sehe ich's. Ja, ich habe einen Premium-Parkplatz rausgesucht hier. Ja, ja. Soll ich dir mal deinen Premium-Parkplatz geben? Warte mal. Nein! Ist im Übrigen auch ganz anders, wenn du in der Außenkameraperspektive bist und wenn du drinnen sitzt. Also wenn ich hier sitze, ganz normal, dann ruckelt gar nichts. Und wenn ich in die Kameraperspektive gehe, dann backt hier alles nach. Okay, bei mir ruckelt generell nichts, aber vielleicht, weil ich halt auch der Ausgangspunkt bin von der Simulation. So, sitze gut? Mach mal die Ego-Perspektive an. Ich bin in der Ego, ich sehe auch, was da kommt, ja. Jetzt bräuchte man noch mehr Licht vorne, ja. Ja. So einen richtigen Lichtkegel nach vorne wäre schön. Ja, ich fliege einfach mal erstmal ein bisschen ins All hinein. Bleib mal ruhig in der Ego. Ich sehe den Asteroiden. Asteroiden? Wo denn? Ja, ja, genau, den vor uns. Welchen? Ja, den da. Oh, Eisberg. Nein! Das ist dein Premium-Parkplatz. Ich sitze immer noch. Du sitzt immer noch? Nein, nicht mal ich sitze. Ich sitze noch. Mir fliegt gerade alles auseinander. Ich sitze noch auf meinem Stuhl. Ja, doch, ich saß auch noch. Ich sitze auf meinem Stuhl. Das gucke ich mir an. Yay! Tja, Gönner, du hast mich nicht tot gekriegt. Ja, mein Stuhl und ich haben überlebt. Wahrscheinlich kannst du nicht kaputt gehen, wegen Survival, wegen dem Classic. Hä, wo bist du denn? Ich schwebe gerade oberhalb. Du musst ja voll drin sein. Du fliegst durch die Gegend mit dem Stuhl oder was? Ja, klar. Ich glaube, mich hat's in den Asteroiden reingebuggt. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ich sehe dich auch gerade da fliegen, glaube ich. Ja, du bist bei den Triebwerken. Ja, ja. Warte mal, ich steig mal aus meinem Stuhl aus. Wow. Ach, da bist du, ja. Also es hat ganz gut zerlegt, glaube ich. Ja, es sah nicht schlecht aus hier, das Gerät. Aber ich freue mich schon wieder auf unseren auf den Survival-Modus, ehrlich. Das ja, wird so super mit den Ideen. Mit den ganzen Mods jetzt da drin. Und da, vor allem, wir haben ja auch, hast du es eigentlich gesehen? Wir haben wahnsinnig viel so Sachen fürs Interieur. Ja, habe ich gesehen. Also da kann ich ja gerade nochmal zeigen. Ein Haufen Zeug, was man da bauen könnte noch. Die sind ja schon bekannt. Dieser Dark Eichsters Decoration Mod ist ja schon bekannt. Furniture. Die sind ganz geil, diese Large Bunks, die kann ich mal gerade zeigen. Die haben wir, glaube ich, in Camera noch nicht gezeigt. Was ist das denn eigentlich? Und Camera. Camera. Das ist so, so ein Chinesen-Hotel quasi. Man kennt das ja immer aus diesen Dokus von Galileo oder so, dass sie dann in so einer Kabine schlafen. Aber boah, das ist ja absolutes Luxus-China-Hotel. Geht das mal an, das ist nicht so eine kleine, Nische. Da kann man richtig mit Fernseher und alter Vater. Ja, wenn dann richtig, oder? Das ist ja richtig gönnbar. Aber da will ich auch drin schlafen. Wer schläft denn oben? Bei dem ist mir das egal. Bei dem ist das egal. Mit Fernseher ist echt edel, ne? Echt edel, ne? Die sind echt cool. Geiler Scheiß. Oh ja, die Lasergeschütze haben wir nicht mehr. Haben wir denn noch große Blöcke, kleine Blöcke? Sonst Blöcke, ein Projektor? Was ist das denn? Der ist neu. Was ist denn ein Projektor? Was? Der neu? Wahrscheinlich ist er nicht neu, wahrscheinlich habe ich den nur noch nie gesehen. Was macht denn ein Projektor? Der baut was. Ah, ja, ich weiß, du kannst so Blueprints reinladen und so, ne? Genau. Ja, dann ist der nicht neu, da habe ich mich vertan. Was haben wir denn da? Aber was ist denn Hoverbike? Ein Hoverbike? Wie baut man die? Pisten ist nicht verfügbar für großes Schiff, schade. Wir haben auch Räder, hast du das gesehen? Small Wheels und sowas. Ja, die gibt's ja vorher schon. Ja, aber die sind jetzt anders. Ach, die funktionieren auch? Weiß ich nicht, haben wir noch nie gebaut, aber die schauen auf jeden Fall etwas besser aus. Dann gibt's noch so ein Rotator. Also cool finde ich auf jeden Fall den Rückwärtssalto. Ein Spotlight, kann man die bauen? Ist alles nicht verfügbar für große Schiffe, schade eigentlich. Das ist alles so Zeug für kleine Schiffe. Da gibt's nämlich auch einen schöneren, so einen kleinen Drill oder sowas gibt's. Einen Grinder, Welder. Schaut alles ein bisschen cooler aus. So, genau. Ja. Also wir hoffen mal, dass in unserer nächsten Aufnahmesession der Survival wieder spielbar ist. Ja, die sind auch ganz geil, die Teile. Schon irgendwie, ne? Schon cool aus irgendwie. Also ich sag ja, wir haben so viel Zeug mit den Mods, also
Wenn es wieder funktionieren würde, dann wäre das schon richtig, richtig episch. Ja. Im schlechtesten Fall ist halt unsere Welt weg und wir müssen wirklich von vorne anfangen, dann ist das halt so. Also, wir können ja mal die Community fragen, wenn wir schon mal hier sitzen. Ja? Worauf habt ihr Bock? Wenn ihr sagt, es geht nicht mehr, wollt ihr dann mehr Creative sehen oder sollen wir einfach eine neue Map in Survival anfangen? Mal komplett alles auf Anfang. Ja, und die Frage ist dann auch, weitergehen, dann nur noch, wenn wir Survival anfangen, was würdet ihr gerne sehen im Survival? Weil wir haben schon ein großes Schiff gebaut, wir haben schon eine Basis gebaut. Es gibt halt nicht mehr so mega viel, was man machen kann, außer Mods zeigen. Ja, ja, ja. Oder wir bauen halt wirklich nochmal also ein neues Mutterschiff und wir könnten natürlich bauen so mal so ein richtiges in den PvE-Modus gehen und so Schiffe basteln im Survival, mit denen wir kämpfen und dann richtig, richtig versuchen, so Basen zu jagen oder so. Aber das Problem ist halt, diese Basen sind extrem selten. Ja. Ich habe von Leuten gehört, die schon 50, 60 Stunden rumgeflogen sind, gefühlt. Also jetzt nicht in Wirklichkeit, aber die sind 4, 5 Stunden rumgeflogen, die nicht eine Basis gefunden haben. Und das ist halt im Let's Play einfach nicht praktikabel. Nee, also was zum Beispiel für mich halt cool wäre, wäre so eine richtige große, vollautomatische, so ein vollautomatisches Mutterschiff zu bauen. Weißt du, wo haben halt... Haben wir doch schon, oder nicht? Nee, also so ein richtig vollautomatisches. Okay. Ja, na, weißt du, also wo du dann beispielsweise mit solchen, mit eben solchen Luken, ja, einen Bohrer ausfahren kannst und so einen Asteroiden anbohren kannst, direkt aus dem Mutterschiff. Ja, das ist die Frage, wie sehr Space Engineers das hergibt, ne? Also ja, das backt ja schon ziemlich krass rum teilweise mit den Pistons. Aber wenn du da, weißt du, wenn du da halt wirklich so ein Riesentor baust, ja, und da fahren sich dann diese Bohrer aus und du fliegst so an den Asteroiden ran und bohrst dann so quasi deine Furche da rein. Das wäre schon irgendwie total episch. Ich finde das schon richtig geil. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, worauf ihr Bock habt. Genau. Sind wir am Ende der Folge oder? Wir sind am Ende, ja. Jetzt gerade. Sehr gut. Perfekt. Jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssili. Whee!